Es klingt eigentlich extrem simpel und was ihr alles wissen müsst für diese Moneymaking Method ist bloß, was alle BürgermeisterInnen von Hypixel Skyblock für Perks haben. Denn ja, damit lässt sich in der Tat ziemlich gutes Geld verdienen, wenn man weiß, wer als nächstes kommt oder wer schon lange nicht mehr dran kam und was das mit den Itempreisen macht. Jetzt aktuell wird als nächstes nämlich Aatrox gewählt. Zwar nur mit einem einzigen Perk, nämlich Half Price, aber wenn wir jetzt weiterdenken, was das konkret heißen wird, dann bedeutet das natürlich, dass mehr Slayer gemacht werden während dieser Zeit und dass dadurch mehr Slayer Drops in den Umlauf kommen. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt hin, wo eben Aatrox gewählt wird, nur so als Beispiel, sind die Preise für Slayer Drops eher hoch. Das können wir bei den Sideplates aktuell sehen, die hier doch bei 4,5 Millionen bei den günstigsten starten, die waren schon mal wesentlich tiefer und die werden wahrscheinlich auch leicht tiefer sein während Aatrox und kurz auch nachdem Aatrox da war. Das gilt natürlich auch für alle anderen Slayer-Items und das kann man beispielsweise so ein bisschen als Anlass nehmen zum Auktionshaus-Flipping machen in dem Sinne. Würde also konkret heißen, vor Aatrox das Zeug jeweils verkaufen und nach oder während Aatrox das Zeug dann eher kaufen jeweils. Ein anderes sehr, sehr gutes Beispiel ist natürlich auch Paul, der Dungeon Mayor. Gerade wenn er zum Beispiel seinen Bonus-Score hat, dann muss man bedenken, dass wesentlich mehr Dungeons gespielt wird während dieser Zeit jeweils und auch die Runs wesentlich schneller sind und halt eben auch mehr Sachen, die man bei S Plus bekommen kann, in den Umlauf kommen dadurch. Und teilweise sind da eben auch noch die Kisten billiger jeweils und dann wirkt sich das vor allem spürbar auf diese Items aus, die eben immer nachgefragt werden. Konkret würde das bedeuten, Fuming Hot Potato Books, diese steigen im Preis meistens ziemlich weit hoch, genauso wie eben auch die Recombobulator nur als Vergleich, die sind auch bei rund 7 Millionen und das obwohl sie nur 5 Millionen in den Kisten kosten. Die Preise von diesen beiden Items, die steigen immer weiter hoch, solange eben Paul nicht gewählt wird und wenn dann Paul mal da ist, dann sinken die in der Regel wieder etwas. Also auch da kann man so ein bisschen auf die Preise spekulieren oder damit so ein bisschen rumspielen. Das Ganze gilt auch so ein bisschen für die Master Stars, wobei diese eher weniger abhängig sind tatsächlich vom Major Paul. Diese Preise hier verändern sich eher basierend darauf, was sonst so ein bisschen im Spiel passiert. Diese sind dann eher so von gewissen Updates auch abhängig. Und ein drittes, und das ist aus meiner Sicht tatsächlich das Beispiel, womit sich am meisten bewirken lässt oder wo es tatsächlich die größten Preisunterschiede gibt, das ist in der Fishing-Kategorie, nämlich das betrifft Marina. Wenn nämlich lange Zeit kein Fishing-Festival mehr stattgefunden hat, dann steigen hier die Great White Shark Teeth tatsächlich sehr, sehr weit hoch. Wenn ihr als Marina mal da ist und eben 10 Fishing-Festivals stattfinden, dann sind die Great White Shark Teeth in der Regel bei unter 1 Million Coins und wie wir sehen können, sind sie jetzt bei etwa 4 Millionen Coins sogar und das eben aufgrund dessen, dass wirklich schon sehr, sehr lange kein Fishing-Festival mehr stattgefunden hat. Das letzte ist, glaube ich, sogar noch im Oktober gewesen oder so, also eben da merkt man schon, es lohnt sich dementsprechend auch die Items einfach zu behalten und sie nicht immer direkt zu verkaufen, wenn man sie bekommt. Selbiges lässt sich natürlich auch bei den Powerstones beobachten, eben vor allem beim Deep Sea Orb, was aktuell immer noch sehr, sehr hoch ist, einfach auch aufgrund dessen, dass aktuell natürlich viel auf der Winterinsel geangelt wird und die Leute entsprechend als Sea-Creature-Chance haben wollen. Da hat auch das letzte Spooking Festival so gut wie gar nichts geändert an diesen Preisen, die sind immer noch so extrem hoch und ich bereue es schon fast, dass ich meine 25 Deep Sea Orbs, die ich noch rumliegen hatte, für etwa 10 Millionen Coins verkauft habe, was zu dem Zeitpunkt, als ich sie verkauft habe, natürlich trotzdem schon beinahe 40-50% mehr dem Preis entsprochen hat. Aber jetzt wäre es halt einfach etwa das Dreifache von dem, was sie damals wert waren. Also auch Deep Sea Orbs, die steigen in der Regel sehr, sehr stark im Kurs, die können ihren Preis durchaus einmal verdoppeln, sobald eben Marina mal mit entsprechenden Perks da ist und gewählt wird. Das waren jetzt nur drei Beispiele, aber es gibt natürlich auch noch so zwei, drei andere Majors, die natürlich Preiseinflüsse haben können auf dem Bazar und das Auktionshaus, das findet ihr bestimmt auch selber heraus.